We are the people. Expedition, die bereits vor sehr langer Zeit in einer anderen Welt begann. Einige Zellen lösten sich vom Kollektiv, um im Untergrund eine individuelle Existenz aufzubauen. Sie wollten einen eigenen Körper. Und einen freien Willen. Da guck bloß raus, Kira. Du verlierst die Orientierung. Sami, du mal Kipp in die Hand holen. Das Kollektiv gab sie nur ungern auf. Doch sie sollten ihre eigenen Erfahrungen mit den Problemen der Individualität machen. So gewährte man ihnen den Funken des Lebens. Sie standen auf. Wo sind die Halterungen? Einer nach dem anderen. Ja,
Mit einem freien Willen. Und einem eigenen Körper. Eigenen Wünschen. Eigenen Zielen. Eigenen Ansichten. Und eigenen Fähigkeiten. Sie begann sich zu bewegen. Sich fortzuentwickeln. Sie lebten nebeneinander, aber nicht miteinander. Die Welt, wie wir sie heute kennen, war geboren. Mit all ihren Verwicklungen und scheinbaren Widersprüchen. Aber sie funktionierte nicht lang. Aus totaler Hektik wurde totaler Stillstand. Nun wollten die Individuen zurück in das alles vereinende Licht des Kollektivs. Doch inzwischen hatte das Kollektiv Gefallen an dieser wunderbaren Vielfalt gefunden. Es wollte noch ein letztes Mal die neu erlernten individuellen Fähigkeiten sehen. Wetter lässt Flugreisende verzweifeln. In Frankfurt am Main wurden am Morgen mehr als 450 Verbindungen gestrichen. Die Hälfte davon sind Maschinen der Lufthansa. Antenne Bayern, die Bayern-Reporter. Der Verband Deutscher Seilbahn in Familien, naja, vor allem Kinder zu einem Tag im Schnee ein. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre können heute hier kostenlos fahren. Auch im Gebiet Brauneck-Wegscheid, am Wallberg. Um 10 Uhr. Das Wochenendwetter in Bayern. Am Morgen schneit es noch teilweise, tagsüber kann sich dann mal die Sonne durchsetzen. Nur im Norden von Franken ziehen weitere Schneeschauer durch. Dazu liegen die Höchstwerte bei 0 Grad. Der Wochentrend auf Antenne Bayern. Ab morgen gibt's leichtes Tauwetter in Bayern. Örtlich mit Schnee oder Regen, es kann also wieder glatt werden. Das Antenne Bayern Verkehrszentrum. Bayerns bester Stau- und Blitzerservice. Grüß Gott, die A8 Stuttgart Richtung München zwischen Adelshausen und Odelshausen. Ein Unfall, die ist die linke Spur blockiert. A9 Berlin Richtung Nürnberg zwischen Hommersdorf und Schneidach. Behinderungen nach einem Unfall. In der Gegenrichtung zwischen dem Dreieck Nürnberg-Feucht und dem Kreuz Nürnberg-Ost. Hier liegt ein Koffer auf der Fahrbahn. Die A9 Nürnberg Richtung München zwischen der Raststätte in der Holledau und Pfaffenhofen. Sie halten auf.